Michael Sunny, kannst du mich hören? Du schöner Zuschauer. Können die mich hören? Na, hervorragend. Das ist doch super. Siehst du, guck mal, mehr brauche ich gar nicht. Du bist da, der Tag ist gerettet. Feierabend. So, ey, ob du es mir glaubst oder nicht, ne? Ich wollte schon um 9:30 spätestens online gehen. Geduscht, alles fertig, die Wohnung fertig haben. Ich habe Poltergeist. Moin! Sitzt du gerade auf meiner Schulter? Geh weg! Mach das nie bei meiner Mama. Da gibt's direkt Fliegenklatsche. Moin! Also, ne, jetzt sind wir schon zu dritt. Moin, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Ich wollte eigentlich schon längst die liebe Technik. Nee, überhaupt nicht. Säbelzahntiger aus. Moin! Mein Gott, was seid ihr so schnell hier? Ich hab doch gerade erst angemacht. Ich habe telefoniert. Ich habe einfach die ganze Zeit telefoniert. Die ganze Zeit telefoniert. Von 20 vor 8 bis 20 vor 12. Aber dann dachte ich mir, wenn ich jetzt noch die Wohnung putzen gehe und duschen gehe und so. Distanz. Moin Bloody. Wenn ich jetzt noch duschen gehe und so ein Scheiß, dann wird das heute wieder nix. Und dazu ist es zu schade. Dazu ist es einfach zu schade. Mich hat was gebissen heute Nacht. Ja, da hat es mich gebissen, die Drecksau. Es wird 32 Minuten lang keine Werbung vor dem Stream angezeigt. Sehr gut. Was ich gucken wollte. Ich möchte euch auf jeden Fall was zeigen. Ich weiß nur gar nicht, wo ich es hingeschickt bekommen habe. Alles auf WhatsApp. Ich habe alles bei mir am Handy. Am 15. Ich mache morgen. Morgen. Es gibt ja keinen Duftstream. Zum Glück. So, erstmal noch einen Kaffee. Am 15. ist Yakuno, moin! Wieder ein offenes Wochenende bei den Retro Gaming, bei den Retro Nerds in Münsterland. Da, ne? Und ich kann nur jedem sagen, der Zeit hat, dorthin zu fahren, fahrt dahin, hört euch das an. Ich werde euch auf jeden Fall spätestens morgen solltet ihr alle mit dabei sein. Meine Ma ist da zum Frühstück. Und dann haben wir ein Gespräch mit einem neuen Partner für die Arten Games. Und da freue ich mich sehr drauf. Wir werden etwas unboxen. Hier ist so ein, in meiner Anzeige auf dem Handy ist so ein Stift in der Mitte. Und wenn ich den so habe, ist aber genau bei mir in der Nase. Ja, lustig. Schönen guten Tag. 1212 DMS. Das ist deine erste Nachricht. Hallo! How the fuck are you here, freiwillig? This an idiot wearing a Superman T-Shirt, zusammengebundenem Bart und Kaffee. Ich muss jetzt mal einen Kaffee trinken. Ich habe so viel, kennt ihr das? Wenn man so viel redet, dass einem der Hals wehtut. Holy fuck. Es war echt krass, aber lustig. Also, herzlich willkommen, lieber DMS. Warum auch immer du hier bist, ich freue mich. Ich spiele seit 12 Tagen und 4 Stunden Zack McCracken. Was? Na klar kenne ich das. Zack McCracken, jetzt bin ich neugierig. Ich kopiere das jetzt einfach. Raus, Zack McCracken. Irgendwoher kommt mir das bekannt vor, aber wahrscheinlich, weil irgendjemand so heißt, ne? Im Chat oder so. Von 1988. Aber ich kenne das. Ich glaube, ich habe das Spiel sogar auf Steam, weil mir irgendjemand mal gesagt hat, dass das total lustig wäre. Kann das denn sein? Man weiß es nicht. Oder? So, Sam, moin! S
thank you for the follow and all bla bla. Lieber Sam, einen wunderschönen guten Tag. So, Kaffee ist da. Ich möchte euch übrigens um etwas bitten, da ich zu dämlich bin, eine Story auf der ich nicht verlinkt bin, wiederzugeben. Auf Instagram @xflix, XFLIXX. Der hat dort eine Story oder mehrere kleine Stories gemacht zum Thema, was gerade im Iran abgeht. Und ich bin zu blöd, um das zu teilen, weil ich habe alles versucht, irgendwie, ich krieg's einfach nicht hin. Kieler Heu, habe ich alles gekriegt, ist nur noch nicht rausgeschickt. Ne? Also du, das dauert immer so 2 bis 4 Wochen, bis wir dann ne, das sammeln und losschicken. Also das kannst du wahrscheinlich nie wissen, weil du noch nicht so lange dabei bist oder so. Ne? Ist nicht so, dass ich nichts zu tun habe und oder jemanden, einen Postbeauftragten habe, der dann direkt am nächsten Tag losgeht und das raushaut. Ne? Das muss ich hier verpacken und dann muss ich das frankieren und dann muss ich das zur Poststelle bringen. Ne? Also mach dir keine Sorgen. Habe ich bekommen, ist alles gut. Die Tina, moin de Tina, hier guten aus Hessen. Da Koller, auch deine erste Nachricht. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, da der Schnippig gerade da ist, hier spricht der Postbeauftragte, das ist korrekt. In jeder freien Sekunde, in der ich nicht streame oder mit irgendwelchen Leuten quatsche für die Arten Games oder das Ascindia Open Air, muss ich meine Steuern neu machen, weil man mir gesagt hat, ich habe das komplett falsch gemacht. Nicht der Schnippig, sondern ich habe das einer Behörde gezeigt und die hat zu mir gesagt, das ist alles schön und gut, aber sie müssen das und das und das und das machen und deswegen muss ich das noch machen. Ich muss das, ich glaube, es langt sogar bis Ende des Jahres, aber ich will das bis Ende des Monats durchhaben, zum zweiten Mal. Und dann werde ich das auch zuerst dem Schnippig geben zum Angucken und nicht einfach, ich habe mir halt gedacht, ich will, kennt ihr das? Dann bieten dir Leute die Hilfe an und du willst denen nicht auf den Sack gehen, ne? Und dann machst du das halt selber und dann ist es halt falsch. Ja, Schnippig, tut mir leid. Moin Frank! Also nochmal, ne? So ist das. Ich weiß, ich weiß, Schnippig. Ich hätte es auch machen sollen. Ich habe schon Ärger bekommen von meiner Mama deswegen. Aber Mann, wieso fragst du mich nicht? Ich so, ja, weil ich ein Idiot bin, einfach. Ich bin halt einfach ein Idiot. Steuer auch erst die Tage gemacht. Ach, hör auf. Hör auf. Mein Anwalt ist jetzt mit, man hat jetzt, nachdem der Steuerbüro ja irgendwelche Rechnungen fordert für irgendwelche Sachen, die sie nie gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass mir 3.500 Euro fehlen, hat jetzt mein Vermieter und mein Anwalt den einen schönen Brief geschrieben. Bin ich gespannt. Darum soll es aber gar nicht gehen jetzt hier. Streamern und alles ist auch scheiße und ich bin pleite und alles ist kacke. Ist auch super. Dafür macht man noch gerne den Streamer, oder? Mrs. Meli. Hallo. Dabei fällt mir ein, ich muss mich bei Mille Melli noch melden. Hier, viel Food, Leute. Das ist übrigens wirklich lecker. Mein Vorrat geht der Neige zu, da muss ich immer noch mal hin. Das ist aber auch nicht, was ich machen wollte. Also, wir kriegen heute, beide Wohnungen sind leer. Die große Wohnung ist leer, die kleine Wohnung ist leer. Wir kriegen heute, ich habe übrigens vorhin mit dem Küstenverlehrer telefoniert, ne? Und der hat ja ein Buch geschrieben, was wahrscheinlich demnächst fertig wird. Und da habe ich mir überlegt, also schon länger, ich könnte auch mal ein Buch schreiben über die ersten 5 Twitch-Jahre und was für eine Scheiße und was für lustige Sachen da passiert sind. Aber das ist dann ein Kapitel und die anderen 30 Kapitel sind meine ersten 3 Monate mit Airbnb. Lyra, moin. Ich hoffe, du hast meinen Chatverlauf im Discord noch und ich muss den Perso nicht nochmal schicken. Natürlich. Ich und mein Airbnb. Soll ich euch die neue Geschichte erzählen? Die gestern Nacht passiert ist. Hier, guck mal, ich habe übrigens hier mir so einen Lötkolben gekauft. Kennt ihr das? Wo man so Teile hinten reinwichst und dann die heißen. Guten Mittag. Bo! Hey Bo, wie sieht eigentlich deine Zeit aus im Moment?
Wir müssen eine neue Karte oder wir müssen neue Karten entwerfen. Und wir bräuchten ein Logo für das Ascindia Open Air. Gilt übrigens an alle, die Bock haben, ein Logo zu entwerfen. Ascindia Open Air, AOA. Kann auch gerne so im Metallica-Stil, aber Vexomatic hat es genau Metallica-Stil gemacht, sondern so ähnlich, vielleicht eine andere Schrift, ein bisschen ne, so. Aber ruf aber mal wirklich durch. Ja, mache ich. Aber nicht heute, okay? Sag mir wann. Donnerstag, Freitag könnte ich. Oder am Wochenende? Auf jeden Fall. Kannst du machen. Okay, gut. Also wir brauchen ein Logo für das Ascindia Open Air. Wir brauchen Karten für die Arten Games 23. Und Bo ist ein mega kreativer Mensch, mit dem man so Karten fertig machen kann. Ne? Es nannte sich Ghostwriter. Den finde ich gut. Ja, aber ich finde schon, dass sie anders aussehen sollen. Ne? Also ich hätte zum Beispiel gerne dieses Jahr... Doch. Danke schön. Ich hätte zum Beispiel dieses... Ich habe eine Strähne, Juhu. Ich hätte zum Beispiel dieses Jahr das gerne anders. Also die gemalte Karte, super. Ne? Aber dieses Jahr hätte ich gerne keine gemalte Karte. Dieses Jahr hätte ich gerne mit dem richtigen Logo, richtig geil, professionell eine Karte. Das hat Stil und ist richtig cool. Super. Ich liebe diese Karte. Nicht falsch verstehen. Aber wir haben ein Logo, da ist ein R drin. Und für das erste Jahr mit wahrscheinlich ganz viel aus Fördertöpfen und Sponsoren, die vielleicht dazukommen. Lieber Michael, zu 99,9% ja. Zu 99,9% ja. Kannst du Ausrufezeichen Info eingeben. Das Einzige, was jetzt sein könnte, eigentlich wollte man mich da gestern schon zurückrufen. Ich warte jetzt noch die Woche ab. Und ansonsten, ne, ich würde vielleicht noch die Woche abwarten. Weil wenn es wirklich so sein sollte, dass wir im Juni zwar den Platz draußen haben können, aber nicht die Halle, weil die Halle vermietet ist, dann können wir die Arden Games nicht machen, weil dann müsste die Arden Games ja draußen stattfinden. Ich kann nur sagen, dass das dann sehr lustig wird. Wenn wir das komplette Gebiet plus Parkplatz, der riesen Parkplatz, ein Drittel davon, für das Musikfestival fertig machen und in der Halle 12 sind irgendwelche Veranstaltungen. Wie soll das funktionieren? Ja, genau. Moin, Kojak. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Die drehen ja durch. Also stell dir vor, du bist bei der DRK und willst irgendein Event machen und mietest die Halle 12 der Zeche Zollverein, baust da eine Bühne auf, hast da 200 Plätze, stehst auf der Bühne und sagst, schönen guten Tag, mein Name ist Daniel DRK. Wir und im Hintergrund, das ist halt schwierig, glaube ich. Ne? Das wird nicht funktionieren. Prost. Also für ein Musikfestival sind ja die Farben Schwarz und Grün eigentlich immer ganz cool. Warum weiß ich nicht, bin ich gerade so drauf gekommen. Blau geht auch immer irgendwie. Und es sind ja Open Air. Naja, also Metallica ist ja dieses so, ne? Mit so einem Haken unten dran. Den Haken unten braucht man vielleicht gar nicht. Aber so Ascindia Open Air finde ich mit dem R hinten schon ganz cool. AOA mit Punkten finde ich auch cool. Ne? Ascindia Open Air. Und dann irgendwie in einer coolen Schrift. Wenn du die Abkürzung nimmst, beide A's vielleicht groß, das O klein. Und ausgeschrieben. Irgendeine abgefahrene Schrift in Schwarz-Grün oder die Worte Schwarz-Grün-Schwarz oder nur Schwarz oder Grün-Schwarz-Grün und irgendwie halt, ne? Moin Jason. Oh, mal eben was gucken. Essen, Kieler Heu. Moin Jason.
Escindia heißt nicht Arsch Indien, sondern ist das alte Wort für Essen. Die Stadt Essen. Also, Oschen, das Art Games Logo siehst du, das Art Games kennst du, Art Games Logo kennst du ja auch. Wenn man daraus einfach, es sind ja ne, in dem gleichen Stil, nur das A vielleicht ein bisschen größer macht und das R am Schluss, es sind ja Open Air. Fände ich schon gar nicht so verkehrt. Warst du auf der Spielemesse? Nein. Du? Pastor of Muppets. Ja, aber wie gesagt, ich will das nicht. Der Vexomatic hat das gemacht. Auch vielen Dank nochmal dafür. Und es sieht eins zu eins aus wie Metallica und das will ich gar nicht. Ne? Das will ich gar nicht. Also so ähnlich halt. So, und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie es da drüben aussieht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es schlecht aussieht. Deswegen. Wo ist mein Schlüssel? Wo ist mein Schlüssel? Wo ist mein Schlüssel? Deswegen liegt meine Schlüssel immer dahin, wo er ist, wahrscheinlich an meiner Tasche. Nein, schlecht. Wo ist mein Schlüssel? Den Tisch müssen wir gleich noch fertig machen. Sie baden gerade Ihre Hände drin. Ein Geschirrspüler mit. Ach, der steckt auch in der Tür. Ich Idiot. I am an idiot. I am an idiot. Bin noch circa bis 17 Uhr arbeiten. Danach? Ja, kein Stress. Kein Stress. The key is in the door, motherfucker. Warte. Link. Yeah. So. Mülli Ralala wird heute auch abgeholt übrigens. Siehste? It's all here. Den brauchen wir erst übermorgen. Und diese Wohnung ist jetzt, glaube ich, die nächsten 14 Tage immer hintereinander ausgebucht. That is going to be funny. So. Moin, Schildrose. Spielemesse hast du verpasst? Ach, ich weiß nicht. Ist ja nicht so mein Ding irgendwie. So, na. Es ist schönes Wetter. Ich finde diesen Balkon ja auch saugemütlich, muss ich sagen, übrigens. So, was müssen wir denn tun? Also, man hat meine Geschenke nicht gewürdigt. Ich prangere das an. So, wie ist denn der Boden? Wir müssen sauber machen, halt auf jeden Fall. Na, das sieht doch gut aus. So, also hier drin war ich schon. Hier war ich noch nicht. Aber Klo und Waschbecken und Dings müssen wir auch noch machen. Herzlich willkommen im Putz-Channel. Das ist so geil, ne? Das ist so geil. Ne? Da wird einmal im Monat wird unten die Papiertonne abgeholt. Ne? Das war letzten Freitag so. Weil die Feiertag war am Samstag. Leer, endlich. Ne? Die ist immer randvoll nach einem Monat.
Einen Tag später komme ich runter und die ist komplett vollgestopft mit Styropor, mit Papier, mit allem drum und dran. Unter anderem mit Kappa, Dingern und so weiter. Und ich mich noch gefragt, was soll der Scheiß? Ne? Das kann man doch vernünftig machen. Da macht, kann doch jetzt nicht einer mit Sperr und auch noch Styropor in eine Papiertonne und so. Und jetzt weiß ich, wer es war. Der Typ, der hier war. Der ist halt hingegangen, war auf der Spielemesse, hat seinen ganzen Scheiß genommen. Ist das Asthma oder Leidenschaft? Du sollst die Pfoten hochnehmen. Ja, Entschuldigung, selbstverständlich, schon oben. Vielen Dank. Ja. Sherlock Olschock Holmes nennt man mich auch. In den Zeilerkreisen. Ja. Und die übrigens haben uns aussitzen lassen auf der Arten Games. Einfach so. Saftladen. Na, wir kommen, wir machen Stand, wir machen Stand. Ach, wir kommen doch nicht. Einen Tag vorher. Tschüss, ne? Ja, was denn ist so? Können Sie sich jetzt beschweren, wie Sie wollen? So, was brauchen wir? Wir brauchen Fegen, Wischen. Stelle sich vor, man würde dafür noch bezahlt werden. Das wäre geil, oder? So ein Problem mit Putzschinkojig oder was? Alter, ich sag dir, ne? Könnt ihr eine neue Kategorie schaffen? Putzen. Wisst ihr, was viel geiler ist? Der Typ, der vergessen hat auszuchecken, der einen Tag länger dann bleiben musste, der einen Fehler gemacht hat, alles gut. Der hat hier die Kaffeemaschine eingesaut. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Hat das Duschgel mitgenommen. Zwei Handtücher. Und das Ding hier war voll. Das war halt voll. Und ja, da ist auch Duschgel drin. Ne? Aber... Und ich glaube, er hat seine spanische Spermaprobe hier gelassen.
spanische Sperma hat eine 1A-Konsistenz. Er hat sich einfach gewaschen. Ekelhaft. Freaky, mit dir habe ich eh noch... Wieso hast du dich nicht gemeldet? Das hier, das kenne ich. Spanische Sperma ist meine Spezialität. Nein, das ist Head and Shoulders. Das benutze ich, seitdem ich 16 bin. Auch zum Duschen. Dann frage ich mich, warum füllt er sich Head and Shoulders ab in eine kleine Flasche und vergisst die hier und verbraucht 18 Liter Duschgel, Dusch das, abgefüllt, am Black Friday gekauft für, ich glaube, 39 Cent ein Dings. Hola, du auch Spanier oder was? Freaky, übrigens viel Spaß in Bukarest. Ein Sternabzug. Ja, genau. So. Kann ja mal gucken, ob ich mal ein bisschen näher rankriege. Ein bisschen näher, ein bisschen besser. Wenn ich euch da reinhole, das ist so klein, dann seht ihr halt fast nichts. Aber könnt ihr ja mal versuchen irgendwie, ne? Warte. Herzlich willkommen zum Badestream mit Olli. So, wo fangen wir denn an? In dieser Wohnung wird Klopapier gekocht. Dieses wunderschöne Klopapier aus dem Hause, nur achtlagig, kann man nur zweimal benutzen für zwei Stuhlgänge, denn die acht Lagen sind jeweils so dick. Und der Mann hier. Was ist das? Kannst du was von Grönemeyer singen? Kann ich. Warum sollte ich? Wegen dem Klang oder was? Der arme Olli. Hey, könnt ihr mir mal sagen, was das ist? Was ist das? Scheiße auf dem Rand oder was? Dankeschön! Sieht aus wie verflüssigte Barthaare als Flecken auf der Klobrille oder was? Bist du schon wieder betrunken oder noch? Und wieso hängt das Ding, was man ins Klo hängt, da vorne? Weil wenn man sich hinsetzt, hängt der Pimmel auf diesem blöden Klostein da? Richtige Antwort, lieber Freaky, die wäre gewesen. Ja. Bist du schon wieder betrunken oder noch? Ja. Okay. Fertig! Langt doch, oder? Moin, Nanji!
vom Sprühschiss, ja schön. Auf dem Deckel, ich meine, ich weiß ja nicht, wie du kackst. Ich setze mich hin. Macht ihr das so im Stehen? Oder? So. Na, wer bekommt jetzt auch Bock zu putzen? Ich will auch putzen. Für die Aufgabe musst du auch Superman sein. Naja, es ist ja nicht so langweilig, wenn ihr mit am Start seid. Dann ist das schon okay. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass hier jetzt jemand 2 Wochen lang drin gelebt hat und du einmal eine chemische Grundreinigung machen musst. Ne? Und ich gehe eigentlich immer sofort, sobald ich drin bin, in der Wohnung, wenn die weg sind, hin und guck, und wenn es irgendwie zu schlimm aussieht oder so, oder wenn ich mir denke, komm, wisch mal eben drüber, dann mache ich das auch sofort. Und dann wieder 2 Tage Pause. Was ist das bitte für eine Arbeitsmoral? Was jetzt davon? Viel schöner so, oder? Achso, ihr könnt ja die Kacheln gar nicht so richtig sehen, ne? Warte. Ja, so, bitteschön. Meine Lieblingskachel. Geil, oder? Ich finde, das ist die schönste Kachel. Das Schlimme ist ja bei sowas, wenn man sowas schreibt und dahinter dann so ein Haha macht und so, ne? Dann ist da immer so ein Funken, ich meine das schon ein bisschen ernst an. Ne? So. Ja? Aber wenn du glaubst, dass ich gestern meinen Kachelgott. dass ich gestern schön meinen Sack aufs Revier gelegt habe und nichts gemacht habe und ne, also dann täuscht du dich ganz gewaltig. Ist auch viel entspannter so. Kachel ist eh viel schöner als ich. Wenn ihr wollt, dass ich wieder umdrehe, ne? Könnt ihr ja mal auch mal was Nettes machen. Machen wir jetzt immer so. Umgedreht wird erst wieder ab 500 Euro. Er meint das ernst, Dolly. Ich weiß. So, zack. Du meinst mit den riesigen Subzahlen von... Jetzt kommt es wieder so rüber, als wäre ich undankbar, ne? Ja, macht ruhig weiter so. Ich finde die Kachel super. Kannst ja mal einen Sub verschenken, dann drehe ich vielleicht auch wieder um! Der ekelhafteste Bait, den ich je gemacht habe. Hallo? Das ist so ein schönes Bait. Oh, toll, Klo putzen, das mag ich sehr.
ist die Videoanzeige geschrieben. Das stimmt. Geil, geil, geil. So. Ich kann euch auch mal die Decke zeigen. Hallo Leute. Der wahre Fetischist putzt mit der Zunge. Ich möchte gar nicht wissen, was das auf der Brille ist. I won't want to know what on the Brille is. Won't wissen, was on the Brille ist. Ich könnte auch ein Fenster aufmachen und euch den Innenhof zeigen, wenn ihr Bock drauf habt. Gibt Schlimmere, Olli, aber der spielt hauptsächlich FIFA. Gibt Schlimmere, Olli, aber der spielt... Eben, mein Moin. Das verstehe ich nicht mit dem FIFA. Magst du kein FIFA? Also ich bin auch kein Fan. Vor allen Dingen finde ich diese Paketscheiße völlig unverständlich. Aber wenn man zu viel Geld hat, kann man das wahrscheinlich auch machen. Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Achtung, Achtung, hier kommt eine wichtige Durchsage. Achtung, Achtung, hier kommt eine wichtige Durchsage. Frekyt und Kojic sind die geilsten Viewers dieses Streams. Achtung, Achtung, hier kommt eine wichtige Durchsage. Achtung, Achtung, hier kommt eine wichtige Durchsage. Frekyt und Kojic sind die geilsten Viewers dieses Streams. Siehst du, das kann man hier machen für 5 Cent. Ich sollte das mal hochsetzen. Ne? Da sagt keiner was. Oh, Olli, das ist aber toll, dass man hier für 5 Bits was vorlesen lassen kann. Nein, das ist selbstverständlich. I won't let the clue go down on me. I won't let the clue go down. Das Beschissenste übrigens von dem Kollegen, der hier drin war, dass er, also hier für diese 30 Quadratmeter gibt es 3 Heizkörper. Und die hat er bei 25 Grad in der Sonne draußen angeballert. Und angelassen beim Rausgehen. Ich meine, ich kann ja niemandem vorschreiben, dass er die nicht an- oder ausmachen kann, wie er will. Aber die bei so einem Wetter, wenn du morgens um 8 Uhr das Ding hier verlierst, das hat er mir geschrieben, dass er raus ist irgendwie, anzumachen. Hier. Ich schreibe ein Buch über Airbnb, heißt Olbi in Boll oder so ähnlich. So. So, hiermit haben wir das Klo geputzt. Dann werden wir uns doch jetzt mal die Hände waschen. Geht. I won't let the sun go down on me. Aber wenn er nicht mehr da ist, ist es mir egal, ob er friert oder nicht. Ne? Das ist genauso. Ich mache doch hier nicht die Heizung an, weil du zu Hause frierst. Wenn hier jemand irgendwie sich die Heizung anknallt, alle 3 Heizkörper, kann ich es nicht ändern. Aber wenn ich morgens um 8 Uhr das Haus verlasse, dann mache ich die aus. Und der hat dir volle Kanne aufgelassen und die Tür da hinten war auf. Also die Balkontür. Und das ist einfach für den Arsch. Das ist einfach für den Arsch.
Jetzt kriegst du halt gar nicht mehr ganz sauber hier, weil schon kalt für den Haus sind. Ne? Naji? Ja. Das ist korrekt. Ich glaube aber, dass das nicht nur mir so geht. Ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Oder irgendwann sagen die Leute halt, es ist denen scheißegal. Also ich habe mit ein paar Kumpels gesprochen. Und also die, von denen ich weiß, dass sie häufig Airbnb benutzen. Er muss auf die Tür. Genau. Und die sagen, in Deutschland wird es noch gehen. Aber sobald du irgendwie in andere Länder kommst oder so, ist die Großzahl ist in einem furchtbaren Zustand Airbnb. Ist den Leuten scheißegal. Weil die halt wissen, dass das so viel Arbeit ist, dass die Leute so viel Scheiße bauen und du halt kaum abgesichert bist über Airbnb, dass die halt sagen, ja, entweder nimm Frisse oder stirb, mir doch egal. Ne? Und bis zu einem gewissen Punkt kann ich das sogar nachvollziehen, Leute. Also ehrlich. Und ja, ich habe, wie gesagt, auch Chlorreiniger und Badreiniger und alles Mögliche. Aber wenn ich das jedes Mal machen würde, dann muss ich noch mehr Geld drauflegen für Putzmittel. Und es ist eigentlich alles super. Also alles cool. Wenn es euch nicht passt, könnt ihr mich ja melden beim, keine Ahnung, beim Putzamt. Mein Ex vermietet, hat auch Airbnb umgestellt, ich war nicht mal ausgezogen. Die Bude abgefackelt. Ja, also wie gesagt, ich finde. Ich finde es ganz, ganz schräg, was manche Leute denken, was sie sich rausnehmen können für das Geld. Und ich bin auch kurz davor, die ganzen Preise hochsetzen zu müssen für November und Dezember. Also falls ihr kommen wollt, bucht jetzt. Noch sind die Preise echt günstig, weil ich gucken will, ob die Leute das trotzdem buchen. Weil also so lohnt sich das halt nicht für mich. Und ich weiß nicht, ob mein Vermieter sagt, komm, wir ändern das. Weil ich auch verstehen könnte, dass er sagt, nee, ich lasse es so, ich will halt Geld verdienen. Ne? Das sind ja seine Wohnungen. Aber ich mache das halt alles nicht umsonst. Ne? Deswegen kann man ja nochmal irgendwie versuchen, im November, Dezember, wenn wir uns Ende des Jahres zusammensetzen, die Preise anzuheben. Aber ich befürchte, dann wird das auch nichts werden. Aber nochmal, nächste Woche auch, werde ich mich auch hinsetzen oder sobald ich Zeit habe. Und mir mal ein paar andere Plattformen raussuchen, wo man vielleicht Langzeit untervermieten kann oder Ferienwohnung.de oder so. Binden die Leute nicht auf Gedanken, die melden heutzutage alles. Ja, was sollen sie denn melden? Dass ich putze? Also ich weiß zum Beispiel von jemandem, der diesen Channel regelmäßig bei der, wie heißt das Moped? DSGVO, DSVWO meldet. Und ich glaube nicht mal, dass ich einen Channel habe, der häufig gemeldet wird. Aber da hat mich jemand angerufen und die fangen an, das jetzt zu verfolgen. Bei Leuten, bei denen das halt häufig passiert und man merkt, dass da nichts hintersteckt. Und ich kann solche Leute, die das tun, nur warnen. Ich habe heute noch mit jemandem gesprochen, der auch bedroht wurde und das angezeigt hat. Und
Da wurde genau das gleiche gesagt wie wir mal. Die Leute glauben gar nicht, was wir heutzutage drauf haben. Wir können dann alles rauskriegen. Und wenn du bei einer Behörde fälschlich ständig jemanden meldest, verursachst du Kosten. Und wenn das dann geprüft wird, dann möchte ich nicht in der Haut stecken von manchen Leuten, die dann richtig Ärger kriegen. So. Ich kann leider gerade nicht alles lesen. Ich lese immer so nur die letzten zwei, drei Zeilen. Muss in den Fliescher. Ja, viel Spaß in Bukarest. Hoffentlich sehen wir uns mal bald wieder. Wenn du mal ein Essen wärst, kannst du dich ja mal melden! I won't let the sun go down. I won't let the sun go down. Dann war halt, ja auch jemand, ne, der mich anruft. Und es zeigt immer. Dankeschön. Der mich anruft und sagt, ob ich mal rüberkommen kann. Sag ich, ja klar. Ich persönlich mit Mama. Gefegt, geputzt, sogar Fenster geputzt. Alles gemacht. Hier sah es aus wie im Essen. Also, was könnte man davon essen? Silvers Brettspieltaverne. Wenn dein Name Programm ist, kannst du mal schreiben, was du machst. Der Typ ruft mich an. Abends, ich komme rüber, ich frage ihn, ob alles in Ordnung ist. Ja, er wollte mir nur kurz was zeigen, ne? weil ich ja gesagt hätte, Kritik bitte immer und so raus, ne? Da liegt, da unten, da, ein so langes Stückchen Haar. Erstens, ja, Spielemesser oder was? Ja, ich mache auch eine Veranstaltung, Ausrufezeichen Info. Vielleicht hast du Lust, da ja auch was zu machen. Auf jeden Fall liegt da so ein Stückchen Haar. Und das kann ihm hier vom Sack durch die Hose gerutscht sein, ja, während er hier rumgelaufen ist. Ne? Und dann sagt er zu mir, ich wollte dich nur darauf hinweisen, hier ist nicht richtig geputzt worden. Ausrufezeichen Ton. So ein Arschloch, ey. So ein Arschloch. Genau. So. This is clean like a baby Arsch. Und this side. Not from this side. Oh, falsch. This is wrong. Ja. Die haben auf jeden Fall alle gefickt, die Leute. Ich weiß gar nicht, was sie wollen. Echt, ohne Scheiß. Ich glaube, dass die Leute irgendwie den Eindruck haben, dass wenn du etwas persönlich buchst, nicht bei einem Hotel, dann ist das 7 Sterne und dein Ansprechpartner muss zu jeder Tag- und Nachtzeit da sein, innerhalb von einer Minute da sein, völliges Verständnis dafür haben, wenn du bei 25 Grad die Heizung anmachst und die Tür auflässt und beim Verlassen der Wohnung noch 8 Stunden laufen lässt, bis man selber wieder da ist, alles einsaut, im Wasserkocher Ravioli kocht, weil man hat doch Reinigungsgebühr bezahlt. Und Durchschnittsbewertung ist, glaube ich, 2 Sterne. Naja, Dusche ist fertig.
Waschbecken ist fertig. Klo ist fertig. Fett bei dem Gang in dieser Racking Bar go round. Auch fertig. Rohrreiniger. Rohrreinigungsgranulat. Meine Damen und Herren, Rohrreinigungsgranulat. Ich hätte mich auch beschwert und gleichzeitig das Gesundheitsamt informiert. Was ein Vollhonk. lieber Silbers, ja bitte, tu das. Es ist ein bisschen was anderes. Wir machen nicht um 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr Feierabend und saufen uns dann selber ein, sondern wir saufen mit allen zusammen. Geil, oder? Es soll ein bisschen familiärer sein. Es ist auch der Zeche Zollverein. Kannst du dir mal angucken. Ich glaube, das nächste Jahr wird richtig geil. Würde mich freuen auf jeden Fall. Sag mal hier. Was zum Fick? Ist denn das? Wie kommt denn das hier hin? Was ist das? Das sieht aus wie ein Puppel. An der Fliese. Geil, oder? Wahrscheinlich unter der Dusche gestanden. Hier auf und dann... Geil, oder? Ravioli im Wasserkocher, leckt mir ein bisschen an die Mente. Ja. Aber nicht nur, also er hat ja Ravioli da drin gekocht, ne? Das habe ich daran dann erkannt, weil das oben am Rand sich abgesetzt hatte. Und dann hat er da drin Porridge gekocht. Und das war halt noch unten festgeklebt am Boden. Der Ravioli gekocht, hat dann Wasser, ein bisschen ausgespült, aber oben am Rand war er zu faul, das sauber zu machen. Und hat dann Porridge gekocht. Geil, oder? So, was? Achso. Hier könnte man noch mal eben kurz gucken, den Staub. In den Staub! Hier muss nur noch der Boden gemacht werden. Which is a good thing. Which is a good thing. Which is a good thing. So, passt ihr hier drauf? Ich glaube, ihr passt hier drauf. Which also is a good thing. It's going to be eng, but you pass hier drauf. So. Warte mal. Zweimal. Ja, guck mal. Innenhof Power. Geil, oder? Was man als Putzfrau. Ja, geil, oder? So, La Table. Ja, wenn ich könnte, würde ich halt. Ich glaube, ich muss da wirklich mal drüber schreiben. Billiger Thermomix, wenn man da Ravioli macht. Leute. Was? Hier, so ein Ding war das. Ich habe einfach einen neuen gekauft. Hier. Und da war dann halt hier oben, war es rot vom Ravioli. Und unten drunter war noch so angebrannt und da unten so eine Schicht Porridge.
ich hätte ja nicht schlecht Bock. Wenn ich zu viel Geld hätte, ne, dann würde ich ja einfach den Wasserkocher nochmal kaufen. Und dann könnten wir im Stream mal ausprobieren, wie das ist, wenn man damit Ravioli kocht. Ob das wirklich so toll ist, ob das geht und wie er danach aussieht. Dazu muss man aber es gibt ja auch Leute, die kaufen das neue iPhone und schreddern das und finden das total toll und kriegen damit ganz viele Klicks. Ich verstehe kein, warum macht man sowas? Keine Ahnung. So, also. Wir. Wieso? How can I resist? Nothing but a good time. Erstaunlich, ne? Wie viel Staub sich absetzt auf Geräten. Ne? Auch wenn hier gar nichts auf ist irgendwie. Und ich frage mich, wo dieser Staub immer herkommt irgendwie. So, das muss mal kurz in der Spüle. Ich habe mal ein bisschen Mittelstrahl drüber laufen lassen zum Desinfizieren, ne? Das ist Bescheid. So, zack. Zack. Oh nein, bitte nicht. Das sind. Ach, bitte nicht. Das sind halt auch so Sachen, ne? Wenn ich die Kaffeemaschine nutze, dann mache ich die doch nachher, also wenigstens den Kaffee mache ich weg und mache das sauber. Ich bin halt anders erzogen. Ihr kennt die Frau, die mich erzogen hat, ne? Ich würde das nicht machen. Als wir im Airbnb waren, da in der Nähe von Asch, ich glaube, am zweiten Tag haben sich Felix und Dings schon hingestellt und haben einmal kurz alles weggeräumt, sauber gemacht, Kaffeemaschine sauber gemacht und so. Ich sage doch gar nicht, dass es besser aussehen muss als vorher. Aber wenn ich doch die Kaffeemaschine nutze, dann nehme ich das doch nachher raus und mach's weg. Ich. Asoziales Pack!
Schön, dass ich nicht so auf den Chat eingehen kann im Moment. Das machst du, gibt aber genügend, die sagen, dass sie das doch gezahlt haben. In meinen Augen einfach Erziehung. Das verstehe ich nicht. Also, eine Reinigung heißt für mich nicht, dass ich nachher die Heizung laufen lassen kann. Dass ich Sachen, die irgendwie die einfach dreckig sind, einfach da nicht. Also. Ist das für euch mit in Säuberungen mit drin? Wenn das so ist, okay, ich seh's anders. Ne? Also. Aber vielleicht ist es auch Ansichtssache, da habt ihr vielleicht recht. Da habt ihr vielleicht recht. Vielleicht ist das Ansichtssache. Okay, eine Tasse fehlt. Ach, hau ab, echt jetzt. Ein Paket Kaffee gekauft und das mit einer Tasse drauf im Kühlschrank stehen lassen. Kann ja der Gast von heute als Kaffee benutzen. Tabak, moin. Kannst nicht so ein Putzkaution machen, die einfach einballen? Es gehen keine Kautionen mehr. Aschenbecher, Andi, brauchst du Hilfe? Sehe ich so aus, als bräuchte ich Hilfe oder was? Trotzdem asozial. Und wo sind jetzt die kleinen Tassen hin? Es gab vier kleine Tassen, die sind alle weg, die passen hier auf dieses kleine Ding. Es gab vier große Tassen, jetzt sind nur noch drei da und eine davon ist im Kühlschrank. Aber kann auch sein, dass welche bei mir drin sind, weil ich alle zwei Wochen einmal alles spüle. Rote Flecken im Kühlschrank, ne? Nach dem gleichen Typen, der seinen Porridge und seine Ravioli im Wasserkocher gemacht hat. Und den habe ich dann auch mich gefragt. Würdest du mir wenigstens sagen, was das für rote Flecken im Kühlschrank sind? Du bist der Erste, der ihn benutzt hat, damit ich die sauber krieg. Da sagte zu mir, ich habe doch für die Reinigung bezahlt, da musst du schon von alleine drauf kommen. Flecken sind natürlich immer mal, weil ich keine Ahnung habe, was das für Flecken sind. Ne? So. Also ich zum Beispiel, wenn ich war in meinem Leben in zwei Airbnb-Wohnungen und bei der dritten hat es schon nicht funktioniert, weil man nicht da war, als ich ankam. Und ich erwarte auch gar nicht viel. Es ist eine normale Wohnung. Wenn du, normalerweise ist Airbnb, du bist nicht da und vermietest es unter, eigentlich. So war das, glaube ich, mal gemacht irgendwie und so.
oder auch in vielen Zimmern, in denen du pennst, ist eigentlich nur, für, wenn jemand nicht da ist, in einer WG oder so. Das, da wird doch gelebt und so, ne? Das ist halt kein Hotel. Einfach, ja. Ich habe mich da auch nicht so angestellt. Nothing but a good time. Tja, wie kriegt man eine Fernbedienung wieder sauber? Die ist halt uralt, ne? Was willst du machen? Ist halt ein Kühlschrank. Da, ne, da, da darf halt auch ein Fleck drin sein. Mir geht es nicht um den Flecken an sich. Mir geht es um die Art und Weise, wie mit dir umgegangen wird. Dann sage ich, es fehlt ein Bettbezug und Handtücher, zwei Handtücher. Wo sind die denn? Anstatt dass eine Antwort kommt, eine vernünftige, kommt, willst du sagen, ich bin ein Dieb? Sage ich, nein. Aber vielleicht hast du es irgendwo hin, ob du sagen willst, dass ich ein Dieb bin, so ungefähr, weißt du? Und im Nachhinein ja, weil es fehlt, seitdem er weg ist. Seitdem er weg ist, fehlen ein paar Sachen. Anderer Typ ist hingegangen und hat während der Zeit, in der er hier war, sich einen Drucker gekauft bei Saturn. Den Drucker hat er stehen lassen, inklusive so einem Packen Papier, und hat sich einmal Bettwäsche und ich glaube vier Handtücher mitgenommen. Muss ich das verstehen? Diese Dinger zu kaufen, ist auch total dämlich, ne? Anstatt Unterlagen zu kaufen, die einen schönen glatten Boden haben, die du sauber putzen kannst, sowas ist total dämlich. Manche Sachen, die gut aussehen, sind einfach scheiße unhandlich. Aber naja. Das ist sauber, das ist sauber, das ist sauber. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch den Fußboden sauber.
Und sonst so? Gut so, Olli, hast du gut gemacht. Heute darfst du ja auch arbeiten. Heute ist ja schließlich kein Sonntag. Siehst du meinen Arm hier unten am Bildschirm, am Fernseher? Willst du den? Hier, guck mal. Was für eine bescheuerte Diskussion mit dem Sonntagsarbeiten und so. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wie man da aneinander vorbeireden kann. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Hat auch keinen Spaß gemacht bei mir. Sag mal so, quasi auf dem Niveau. Ja, aber man könnte es doch gelb machen. Olli, aber grün ist eine scheiß Farbe. Wenn man mich zwingt, rot zu tragen, möchte ich das nicht. Ja, aber ich habe doch gesagt, man könnte gelb nehmen. Ich will aber kein Blau anziehen. Damit das klar ist. Wer mich dazu zwingt, Blau anzuziehen, das kann keiner. Ich so, ja, aber du kannst doch, wenn du freiwillig gelb anziehen. Ich will aber Blau nicht anziehen. So ungefähr war die Diskussion. Böses Blau, ja. Ne? Seid ihr das Club, wo sind nicht in die Burg? Und die Witze von euch waren auch schon lustiger. So. Überprüfe nach jedem Auszug das Inventar auf Vollständigkeit. Weißt du, das ist ja so. Ne? Ich könnte jetzt hingehen, wenn ich das als Vollzeitjob machen würde und sagen wir mal 2,5 netto verdienen würde. Dann würde ich eine Inventarliste führen, dann würde ich alles machen. Im Moment, so wie das vermietet ist und wie die Aufteilung ist, verdiene ich keinen Cent. Ich mache das wirklich nur, damit die Leute super zufrieden sind und wir haben diesen Superhost-Status, Kojak, den kennst du. Bock darauf habe ich so viel. Denn ich muss den Strom zahlen, ich muss die Heizung zahlen, ich muss das Wasser zahlen. Und das geht einfach so nicht. Und so, wenn was weg ist, ist es halt weg. Ich sage das dem Vermieter und dann ist das halt so. Ich, ne? Es geht nicht so. Das geht so nicht einfach. Ist halt schade. Ne?
Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir einfach uns alles 50-50 teilen. Und dann muss ich mal gucken, ob das dann für mich reichen würde. Und ob ich damit zufrieden wäre. Aber das ist auch gar nicht böse gemeint. Aber nach dem Dings, wie das jetzt laufen soll, geht es einfach nicht. Das geht einfach nicht. Und selbst dann, ne, dann müsstest du ja quasi vom Mieter verlangen, dass er vorher eine Liste unterschreibt. Und dann müsstest du die mit dem durchgehen. Und dann müsstest du die nachher unterschrieben lassen, wenn was fehlt, so quasi. Weil dann könnte ich ja mit allen möglichen kommen. Dann könnte ich ja sagen, da unten war eine PlayStation drin, wo ist die hin? Ne? Ist auch schwierig, sowas. Vielleicht mache ich mir auch einfach zu viel Gedanken. Ne? Und eigentlich muss ich auf die Bewertung scheißen und einfach hier einmal alle 3 Monate putzen und fertig. Und mir gar nicht so einen Wickel machen. Und wenn die sich ihren Schlüssel nicht abholen von 11.20 Uhr bis 11.22 Uhr, dann haben die halt Pech gehabt. Das könnte man auch machen. Ne? Das ist eigentlich eine gute Idee. So, das kommt dahin. Das kommt dahin. Das nehme ich auch schon mal mit zurück. Wir sind gleich schon fertig. Voll geil. Ein neues. Irgendjemand hat gerade gefragt, wieso musst du Wasser und Strom zahlen? Naja, irgendwer muss es ja zahlen. Ne? So. Und der Deal, den der Vermieter, also ich bin ja nicht der Besitzer dieser Wohnung, ja? Sondern ich bin ein Vermieter, der da vorne in einer Wohnung wohnt und sein Studio drin hat, der sich darum kümmert. So. Der Vermieter könnte ja auch sagen, er kümmert sich selber drum. Ne? Und dann würde ich gar nichts davon abkriegen, mitkriegen. Und so, ne? Und er würde irgendjemanden dafür bezahlen, dass er hier was weiß ich sich kümmert oder so. Aber, und das kann ich auch verstehen, ne? Dass wenn der Björn, der Vermieter, sagt, er möchte einen gewissen Betrag sicher haben im Monat, weil es seine Wohnungen sind. Und alles, was darüber hinausgeht, können wir irgendwie aufteilen. Das kann ich sogar nachvollziehen. Allerdings hatte ich da auch nicht mit einberechnet, dass ich Strom und Heizung und Internet tragen soll. Und nochmal, ich dachte halt, das teilen wir uns auch, aber so ist es anscheinend nicht. Und es ist aber auch nicht schlimm, wir streiten uns nicht oder so, ne, sondern wir werden uns am Ende des Jahres hinsetzen und dann werden wir uns angucken, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, das sind 6 Monate. Und dann werde ich ihm aufschlüsseln, was reingekommen ist, was nicht, was gekostet hat und so weiter. Und dann werden wir zu einem fairen Agreement kommen, werden uns überlegen, ob und wie es weitergeht. Und dann kriegen wir das schon hin. Also das wird schon so sein, nur halt im Moment. Wenn dann im Monat für mich 500 Euro übrig bleiben würden, muss ich davon Strom, Wasser und Heizung bezahlen. Und das langt nicht mal für die beiden Wohnungen. Und dann mache ich halt miese und dafür mache ich das nicht. Ja. Und dann muss man es halt entweder dementsprechend teuer machen oder halt irgendwie anders vermieten oder irgendwie die Aufteilung anpassen. Ne. Aber ich kann euch auch sagen, dass ich das für 200 Euro plus im Monat auch nicht mache. Das ist es nicht wert. Das ist der Aufwand nicht wert. Ne. Also, und da muss man sich halt einfach, ne, und zum Glück gibt es Leute, die zum Beispiel, erstmal der Björn und ich, wir können da vernünftig drüber reden. Und dann muss man sich halt einfach hinsetzen und da vernünftig drüber reden. Aber nach 3 Monaten, wobei der erste Monat super war, zum Beispiel, direkt zu sagen, ja, jetzt nach 2 Monaten, wo es kacke ist, funktioniert das nicht. Ist halt auch falsch. Muss man einfach abwarten. Stand gerade eben zum Beispiel,
sind für November und Dezember ist, glaube ich, ein Tag gebucht. Ich weiß nicht, ob das außerhalb der Saison ist oder so, oder ob die Leute sich sagen, nee, da komme ich eh nicht. Aber ein Tag gebucht für November und Dezember. Das ist schon schwierig. Wo ist der Wischmopp? Chat, wo habe ich den Wischmopp hingetan? Scheiße, Dreck. Hä? Hm? Kojak, die Zeit ist nicht mal mit einberechnet, ne? Ich werde auch genauso eine Stundenaufstellung machen, wie viele Stunden ich hier gearbeitet habe. Und wenn die Putzfrau, die das dir den Hausflur putzt, 22 Euro die Stunde nimmt, nehme ich mir auch 22 Euro die Stunde. Das rechne ich gar nicht dazu. Das rechne ich gar nicht dazu. Pures Geld, was da ist, um Rechnungen zu bezahlen. Nach dem, was jetzt ist, zahle ich drauf. Wenn ich Strom und Wasser und so bezahlen muss. Also, wie gesagt, nochmal. Ich teile euch das ja nur mit, weil meine Mutter mir gesagt hat, Alter, die denken, dass du damit richtig viel Geld verdienst und so, ne? Und ich verdiene keinen Cent damit. Der erste Monat war Bombe. Ne? Aber das lag daran, weil wir die eine Wohnung komplett einen Monat lang vermietet haben. Und die andere mega ausgebucht war. Aber falls ihr denkt, ne, dass ich hier mich dumm und dämlich verdiene, schön wär's. Nur ich kann jetzt halt auch meinen Vermieter nicht hängen lassen. Ne? Wir machen das jetzt erstmal. Ich habe ja auch zum Beispiel den Fernseher und so ausgelegt. Ne, das Geld muss alles mal wieder reinkommen. Aber nochmal. Eigentlich halte ich das für eine gute Sache, nur muss sich halt auch lohnen. Ne? Wenn es sich nicht lohnt, macht es keinen Sinn. Okay, das war nicht ganz so klug, was ich hier gemacht habe. Scheiße, Dreck. Zu voll. Zu voll, meine Damen und Herren, zu voll. Es ist ja auch nicht so, dass das jetzt schlimm wäre, ne? Oder ein scheiß Job wäre. Entschuldigung, ich kann halt den Chat zwischendurch nicht lesen im Moment. Aber wir sind ja gleich fertig. Es ist ja auch nicht so, dass ich dadurch kaputt gehe oder dass ich sagen will, ich bin mir zu fein für den Scheiß. Dann bin ich nicht. Absolut nicht. Aber ich würde halt gerne was davon haben, wenn ich was tue. Ich habe dieses Jahr einen fünfstelligen Betrag miese gemacht für eine Sache, die meine und unsere Zukunft bereichern könnte. Ich kann nicht jetzt noch irgendwie, das geht halt nicht einfach. Ne? Das hat nichts mit eingebildet zu tun oder ich bin mir zu fein für irgendwas. Keiner von euch arbeitet gerne umsonst. So, irgendjemand hat vorhin geschrieben, sei doch froh, du kannst dabei streamen. Putzstream? Ja, also ich mache ja gerne und auch viel, ne? Aber
zu streamen, während ich putze, hatte ist nicht die Vorstellung davon, wie ich gerne auf Twitch was machen möchte und mit euch was machen möchte. Aber das ist ein schönes Argument für die Leute so, das stellst du nicht sagen, du kannst doch dabei streamen und verdienst dich dumm und dämlich. Wie viele Subs sind heute reingekommen? 2? 3? 200 Bits? Das ist ja alles nicht schlimm, das ist alles cool und so, ne? Aber vielleicht wäre es was anderes, wenn wir irgendwie jetzt schon bei 1000 Subs wären oder so. Aber das ist im Moment halt auch schwierig, ne? Und da muss man dann einfach auch für sich gucken, wie sieht's aus. Aber nochmal, hier ist wieder schlechte Laune, noch Streit, noch irgendwas. Ich will euch nur sagen, falls ihr denkt, dass man sich hier dumm und dämlich verdient, dem ist nicht so. Ja? Wenn das jetzt meine Wohnung wäre, meine Wohnung, und ich könnte 100% von dem, was da reinkommt, behalten und so, dann wäre es vielleicht auch was anderes. Oder der Björn, das sind ja seine Wohnungen. Wenn er an mich gar nichts abgeben müsste, dann wäre es auch nochmal was anderes. Aber so ist es halt schwierig einfach. Ne? Jetzt muss ich euch da wegholen. Auch wenn es euch hier gut gefällt, muss ich euch da jetzt wegholen. Es tut mir leid. So. Ich denke, dass dies Wohnungen für Messen sind. Naja, das hat ja mit Messen nichts zu tun. Olli, was würdest du machen, wenn einer der TV mitnimmt und eine Mikrowelle hinstellt? Ach, das ist ja lustig. Warum werden die nicht fest vermietet? Naja, weil ich auch gerne Geld damit verdient hätte. Und man so damit mehr Geld verdienen kann. Ja, aber wenn es nicht anders geht, wird es darauf hinauslaufen. Die Wohnung hat gekostet 350 Euro plus 150 Euro Nebenkosten. Und die Wohnung hat gekostet 650 Euro plus 150 Euro Nebenkosten, glaube ich. Damit kommt der auf 650 auf 1100 Euro. Vielleicht kann man auch für viel mehr die Wohnungen vermieten. Wie gesagt, ne? Wenn du die Wohnung aber hier für 50 Euro am Tag vermieten kannst und die dann nebenan für einen Huni am Tag und die den kompletten Monat vermietet ist, dann kannst du dir selber ausrechnen, wie viel Geld man damit verdienen kann. Und dann langt es auch für zwei Leute. Und es ist viel mehr. Ne? Der Hintergedanke ist, mir Geld dazu zu verdienen, weil ich nicht viel Geld habe. Wenn ich zu viel Geld hätte, wäre mir das scheißegal. Dann würde ich die beiden Wohnungen kaufen. Dann wäre mir das Latte. Ja? Aber ich will ja Geld verdienen. Sonst bringt das ja nichts. Und mein Vermieter möchte gerne mehr Geld verdienen. Das, was ja auch völlig okay ist. Ist kein Markt dafür da? Naja, für was hast du ein Geld, Killerheu? Gehören die Wohnungen dir zum 28.725. Mal? Nein. Aber man sollte wohl... Ach, wir haben nicht mal mit einer 100%igen Auslastung gerechnet. Wir haben mit 15 bis 20 Tagen gerechnet. Im Schnitt. 100%ige Auslastung wäre geil. Ne? Auf Booking. Ja, wie gesagt, da muss ich mich auch noch drum kümmern. Aber ich kann mich ja noch nicht um alles kümmern. Im Moment. Im Moment ist alles, wenn ich nicht streame oder telefoniere für die Arten Games, und das ist Cindy Open Air, mache ich Steuern. Und ich hoffe, dass ich Ende nächster Woche damit fertig bin. Eigentlich muss ich, weil laut meinen Rechnungen nicht nur... was soll's? Ja, nochmal, ich will ja gar nicht rumheulen oder so. Ne? Ich will halt nur, dass ihr wisst, dass... Also ich bin mir auch nicht zu schade, Sachen zu machen oder so. Ne? Leute denken anscheinend, oder einige Leute denken anscheinend irgendwie so... dass das alles so super und einfach ist und so, ne? Aber ich muss neben dem Stream halt auch Sachen machen, wie Klos putzen. Ne? Das ist halt so. Möchte ich das nicht. Mein Traum wäre, dass ich alle drei Wohnungen mieten kann, hier eine Tür reinmachen kann und dann ist das eine, dann haben wir hier oben ein riesiges Wohn- und Streaming-Studio.
Das wäre mein Traum. Oh. Dass die Leute... Na, Müll muss man wahrscheinlich auch nicht rausbringen. Wozu haben wir hier extra Mülltonnen aufgestellt? Naja, was soll's, was soll's. Was soll's, hä? Außerdem glaube ich, dass so wie die Leute drauf sind teilweise, ich mich halt auch einfach zu sehr ärgere, ohne dafür Geld zu kriegen. Wenn ich mich schon so ärgern muss und mich um so viel Scheiße... Ihr müsst mal vorstellen, es hat mich 8 Stunden meines Lebens gekostet und davon 6 Stunden Nettozeit mit Schreiben und Telefonieren, als der Typ einfach vergessen hatte, dass er auschecken muss. Ja, passiert. Ist ja auch nicht schlimm. Alles gut. Hat sich auch alles geklärt. Hat aber 8 Stunden meines Lebens gekostet. Kriege ich das bezahlt? Nö. Ne? Das ist halt das Problem. Booking ist auch nicht einfach. PayPal-Nummer eingeben, fertig. Ich weiß, dass das alles nicht einfach ist. Hauptsache, die Steuern rentieren sich und du bekommst Geld zurück. Hä? Also ich schätze mal, dass ich dieses Jahr 15.000 Euro miese mache, aber davon kann ich mir ja 300 Euro Energiekostenerlassung abrechnen. Dann habe ich nur 14.700 Euro miese gemacht. Geil, oder? Wer solche Regelungen trifft, der hat auch noch nie irgendwelche Sachen... Naja, sorry. Aber Booking, du meinst das ironisch, ne? Mit Booking ist auch echt einfach PayPal-Nummer eingeben und fertig, ne? Also, ich bin der festen Überzeugung, da beschweren sich Leute genauso. Nur, dass du vielleicht nicht so viel Gebühren bezahlst. So. Das muss ich euch schon rausnehmen. Das Einfachste wäre so eine Dingsnummer. Weißt du, so eine Monteurnummer irgendwie oder Langzeitvermieten. 15.000 Miese durch die Airbnb-Buden? Was? Also Mann, was Leute sich da wieder für eine Scheiße ausdenken. Wie kommst du denn darauf, Mann? Siehst du? Ne? Nicht was? Das ist mal eine Frage. Ach, weißt du was, Alter? Pass mal auf. Wenn du dich jetzt fragst, warum und dir denkst, was ich für ein Arschloch bin, dann hinterfrag dich mal. Die Frage ist total dämlich, ja, und ich werde dir aber noch sagen dürfen, dass die Frage total dämlich ist. Natürlich, wenn du hier zum ersten Mal jetzt reingeguckt hättest, aber ich habe gerade gesehen, hast du mich und hast da schon abonniert und alles möglich, also die hast du geschenkt bekommen. Und wenn ich dann sage, was, wie kommst du denn darauf? Und du sagst nicht, was, das war eine Frage. Dann ist das mein Kinderzimmer und dann kann ich hier rausschmeißen, wen ich will. Es gibt die Möglichkeit, in 24 Stunden mir zu schreiben und mir zu sagen, wie das war aber unfair und so. Wenn du dann schreibst, du Arschloch, dann Pech. Ja, genau. Aber das ist auch wieder so ein Ding. Wenn denen das zu langweilig ist, warum gucken sie es dann? Ne? Das verstehe ich dann nicht. Können wir alle wegschalten. So wie bei Löwenzahn. Wegschalten. Ja, ausschalten. Aber nicht was, das war eine Frage. Oliver, beantworte mir sofort. Wie kannst du es wagen? Nicht was, wirklich. Wie gehst du? Nicht in dem Ton schreiben. Das war das Geilste. Nicht in dem Ton.
So, übrigens kleiner Tipp, ne? Ich als alter Hausmann, ich habe ein... Ich habe mir... Dankeschön! Moin, Olli. Moin, Dankeschön. Ich habe mir mal ein Kokos-Haarwaschmittel gekauft, als ich noch regelmäßig Damenbesuch hatte hier. Ich glaube, das ist aber nie benutzt worden. Und das riecht einfach total geil. Und dann habe ich angefangen, wenn ich putze, wenn ich wische, einen Spritzer davon reinzumachen. Ey, das riecht überall nach Kokos und hier, das ist echt geil. Nicht was? Das war eine Frage. Das Geile ist, dreckiger Egon wird jetzt in irgendein Chat gehen oder sich an irgendein Schnett und wird sagen, was für ein armes Schwein ich bin, dass ich hier wegen sowas und so einer Frage sterbe. Und Leute, dass Leute sich nicht hinterfragen, wie sowas geschrieben eventuell rüberkommen kann. Jetzt werden vielleicht auch manche sagen, naja, aber muss man ihn deswegen sofort rausschmeißen? Es gibt andere Sachen, da schmeiße ich Leute nicht so schnell raus, aber das fand ich gerade echt über. Also, ne? Wer bin ich denn? Also, dass ich von jemandem, der umsonst hier zuschauen kann, so blöd angeranzt werde. Und wenn das nicht so gemeint war, kann er mir das ja schreiben, dann kommt er wieder rein. Ich denke dann auch in 2 Minuten nicht mehr drüber nach. Der Boden, ne? Haben wir auch letztens schon gesagt. Der Boden, der sieht auch gut aus, aber der ist dem Holz sehr echt nachempfunden und hat halt so Ribbel. Und das ist einfach scheiße. Aber naja. So. Kann man, wenn man Bann bekommt, nicht mehr zuschauen. Palu, das wäre großartig übrigens. Also, ich verstehe nicht, warum das nicht so ist. Ne? Aber das Einzige, was sie nicht mehr können, ist in den Chat schreiben. Leider. Ich fände das großartig. Wenn du bei einem Channel gebannt bist, kannst du auch nicht mehr zugucken. Ich weiß auch nicht, wo der Sekretär ist, aber ist halt so. Du musst wirklich in diese Richtung putzen, weil du ansonsten... Du kannst nur von so und so putzen. So eine Scheiße. Das könnte man so leicht mit einem Lock-Off bei Twitch umgehen. Daher denke ich, machen die dann nichts. Okay, ich kenne mich damit nicht aus, aber... Das Ding ist halt, ich hoffe ja, ich warte jetzt immer noch ab einen Tag, was kommt und was er schreibt und wie er damit umgeht und so. Und vielleicht erklärt das ja auch und dann könnt ihr ja immer entscheiden, ob wir die Leute wieder reinlassen oder nicht. Es sei denn, da steht Fick dich du und so, dann müsst ihr das nicht entscheiden, dann entscheide ich das. Was ist das? Eine Scheiße. Aber du hast ja jetzt die Funktion, dass du dich mit, ich glaube, 30 Streamern und Streamerinnen vernetzen kannst. Und wenn dann da einer gesperrt ist, ne?
muss man vielleicht auch mal ein bisschen mehr mitmachen. Wie war's? Das war eine Frage. Wenn ich dir eine Frage stelle, musst du diese vom Bank, damit das klar ist. Ich bezahle dich alle 8 Monate mit 1,50. Und du hast gefälligst umsonst alles zu sagen und zu machen, was ich will, damit das klar ist. Mein Name ist Dreckiger Egon. I won't let the sun go down on me. So. Ja, aber vielleicht, um mal wieder darauf zurückzukommen, scheiß auf solche Idioten. Man muss vielleicht anders rechnen. Ne? Man muss vielleicht wirklich rechnen, okay. Durch Strompreis nochmal 5 Euro drauf, durch Heizung nochmal 5 Euro drauf. Dann gibt es die Butze halt nicht für 50 Euro, nicht für 35 Euro, sondern für 50 Euro. Plus eine Stunde putzen. 16 Euro. Sind 66 Euro plus waschen, Wäsche waschen und alles Mögliche sind mit vielleicht noch ein paar anderen kleinen Kosten und Wasser nochmal 4 Euro, dann sind es halt 70 Euro. Airbnb packt sich da nochmal 15 Euro drauf und nimmt dir von den 70 Euro was weg, dann bist du halt bei der Wohnung hier dann, den Preis, den du dann bezahlen müsstest, bist du dann bei, was weiß ich, 85 Euro. Ist das gerechtfertigt hierfür? Vielleicht müsste man dann sagen, alles klar, du kannst mit bis zu 3 Personen hier drin pennen oder du kannst mit 2 Personen hier drin pennen, die dritte kostet extra, so könnte man das vielleicht machen. Und bei der Wohnung bist du dann bei 100 Euro und kannst sagen, 2 Personen okay, dritte 120 Euro. Euro pro Quadratmeter Privatvermietung. Da lässt das Premier in Grüßen. Ja, aber beim Premier heißt es ja auch ab 39 Euro. Ab 39 Euro. Und dann hast du halt ja auch kein Riesenzimmer. Ne? Dann ist das Zimmer so groß wie der Flur hier. Ne? Und du hast keine Küche, du hast keinen Balkon. Ne? Du kannst ja, das ist es ja gerade, da machen ja viele den Fehler. Die vergleichen Airbnb mit einem 5-Sterne- Hotel mit persönlichem Diener. Naja, das ist es ja gerade. Ne? Da muss man sich dann halt an Airbnb wenden. Wie gesagt, wie bei dem einen Typen, ne? Der die Heizung angemacht hat und sich beschwert hat, dass es so kalt ist bei 25 Grad draußen. Und Airbnb erzählt hat, dass er die ganzen Sachen nicht gehabt hätte. Er hätte keine Handtücher gehabt, sondern Airbnb gesagt, wir geben ihnen 19,90 Euro zurück. Und ich finde das nicht in Ordnung. Und da wird auch noch drüber geredet. Und dann haben die vor allen Dingen mir 19,90 Euro abgezogen. Aber die Kohle, die sie sich von dem Geld genommen haben, davon ging nichts zurück an uns. Ne? Pilou, es geht nicht mal um die Heizung an im Sommer, sondern es geht darum, dass du... diese Heizung unten, das Ding, ist ausgestattet mit Temperaturfühlern. Jetzt zum Beispiel, guck mal, ey, es sind beide Balkontüren auf. Ja, ich weiß nicht, wie viel Grad es ist. Warte. Ach, jetzt ist dieses scheiß Handy aus. Es ist... wir gucken einfach mal hier. Es ist 16 Grad im Schatten. 16 Grad im Schatten. Wer steht schon gerne im Schatten? Ne? 16 Grad im Schatten sind 20 Grad so. Und dann wird die Heizung einfach nicht heißer als XY. Das hat damit zu tun, hat der Typ mir von dem Heizungsdings da erklärt, dass wenn im Sommer irgendwas kaputt geht und die Heizung auf volle Pulle geht, dass sie halt nicht wirklich dass sie nicht kocht. Wenn es draußen 0 Grad ist oder minus 5 Grad,
dann geht dieses Ding so heiß, dass du es fast gar nicht anfassen kannst. Ne? Im Endeffekt bist du das doch fast. Wir bei dem, der dich wegen eines einzigen Haars in die Wohnung zitiert hat. True Lies Boy, moin, klar, wieso? Ja, also, wenn jetzt jemand sagt, halt, ich weiß jetzt auch gar nicht, wir können ja mal gucken. Premier Inn, was kostet Premier Inn Essen? Premier Inn Essen. So, gucken wir doch mal, was es kostet. Limbecker Platz, hier um die Ecke. Unser Partnerhotel für die alten Games und so. So, heute auf morgen ein Erwachsener, ein Zimmer. Kostet 87 Euro. Für eine Person. Dann würde ich lieber für 70 Euro die Wohnung nehmen. Oder für 75. Tut mir leid. Vielleicht müssen wir die Preise ändern. Wir ändern gleich die Preise zusammen. Ich räume eben zusammen, dann stelle ich das um. Dann haben wir auch besseres Eumelmeier-Gedöns. Und dann dingsen und bumsen wir. Euro echt cheap. Ja, Allison, aus den 35 Euro mit Putzen werden schon mal 51 Euro. Plus Gebühr von Airbnb, 10er sind 61 Euro. Und das ist, wie gesagt, aber ich muss anscheinend was drauf klatschen. Wir machen das gleich zusammen. Wenn ihr jetzt noch buchen wollt, jetzt ist es noch günstig. Aber du musst sie einmal reinziehen. Dann ist es so günstig. Und die Leute benehmen sich trotzdem noch wie ein Stück Scheiße. Ne? Der Typ hat angegeben bei Airbnb, angeblich wäre eine PlayStation mit drin gewesen. Das, was in meiner Beschreibung steht, stimmt nicht. Das stand da nie. Da steht drin, du kannst eine dazu mieten, was er nie gemacht hat. So einer ist das. Solche Arschlöcher laufen da rum, weißt du? So, das ist es. Geil, oder? Ja, Preisverleihung. Vielleicht sollte ich mal für die Spiel 23 buchen. Kannst du machen. So. Twitch. Da 2, 1. Ich muss gleich wieder alles neu starten, wahrscheinlich. So.